Touch my. Und willkommen zurück und ja, ein neuer Test, diesmal Video und Aufnahme des Sounds getrennt voneinander. Also hoffe ich, dass das jetzt tatsächlich besser ist. Das war ja bisher so ein bisschen das Problem, das Manko. Das ärgert mich auch so ein bisschen, dass es halt irgendwie Piepsen gibt, warum auch immer. Das hatte ich vorher nicht das Problem bei anderen Headsets zum Beispiel. Ich habe mir jetzt eigentlich ein relativ marktfähiges gekauft, Triton Kunai Headset, aber das hilft irgendwie nichts. Jetzt habe ich ein sehr professionelles Mikro, dann hört sich das so dumpf an. Also ärgerlich ohne Ende, aber ich hoffe, dass wir jetzt so langsam den richtigen Mix gefunden haben. Wir haben zuletzt gesehen, dass wir bei Dover gelandet sind und es gibt ja so einen schlechten Witz über Dover. Have you ever been to Dover? Ja, egal, wer es versteht, dann passt es. Was wir noch sehen ist, dickes Dankeschön an Waldi98, der sich dieses Jahr im Meistertrainerforum die Hände schmutzig gemacht hat und sich an eine Sprachdatei gesetzt hat. Ich habe mich beteiligt dieses Jahr, habe also auch Zeilen übersetzt und das heißt, ihr werdet auch von mir übersetzte Dinge hier in dieser Sprachdatei wiederfinden. Ich habe jetzt den ersten Auszug bekommen, exklusiv als einziger Let's Player, der aktuell in Deutschland das Let's Play, weil ich auch der Einzige war, der sich tatsächlich an der Sprachdatei beteiligt hat. Ich darf euch das noch nicht zur Verfügung stellen, aber ich habe mir das exklusive Erlaubnis eingeholt, dass ich das schon mal zeigen darf. Da ist schon eine ganze Menge auch in Deutsch und mittlerweile sieht das schon sehr gut aus. Wir haben also nicht mehr das Problem, dass wir... Jetzt werde ich hier schon gefragt... Ja, genau, das crasht da gerade. Und ja, insgesamt haben wir tatsächlich also eine ganze Menge schon in Deutsch, das passt also. Und wir haben gesehen, dass wir Letzter sind. Das ist natürlich etwas, was wir versuchen, möglichst wieder aufzuhalten, beziehungsweise die Trendwende zu schaffen. Das schaffen wir natürlich nur mit gesunden Spielern. Wir sehen aber, dass wir schon zum Beispiel einen Verletzten haben, Wadenzerrung. Der fehlt uns schon mal 3 Wochen. Wir haben aber hier schon mal interessante Informationen, Flügelspieler, nach innen ziehende Angreifer und so weiter. Also da müssen wir uns schon mal darüber klar werden, was haben wir denn überhaupt für Spielermaterial? Was können wir gebrauchen und was nicht? Wir sehen außerdem, wenn wir jetzt in die Startseite gehen, ja, können wir so ein bisschen sehen auch schon, naja, wo sind die gerade unterwegs? Also sind ja 24. in der 5. Liga, das haben wir jetzt festgestellt. Jetzt wissen wir auch, was hier 5. Ich glaube, das soll das heißen, 5. Liga, glaube ich, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Hier haben wir die aktuellen Balken, also wie das Ganze bewertet wird. Wir haben natürlich jetzt gerade angefangen, unsere Jobsicherheit des Vorstands wird hier wieder gespiegelt, die bisher okay ist, klar, 50%. Wir haben ja noch kein Spiel absolviert, Wettbewerbe haben wir noch nicht gesehen. Aber Vereinsfinanzen funktionieren also schon mal ganz gut. Wir haben einen positiven Kontostand, das heißt, unsere Finanzen sind zumindest mal für den Moment in Ordnung. Gewinn und Verlust diese Saison ist allerdings sehr hoch. Also wir werden wohl einen Verlust von 52.440 Euro einfahren. Und wenn wir mal auf die Finanzen gehen, dann sehen wir auch, dass in dieser Saison ein Verlust vermutlich erwirtschaftet wird von 103.000. Das ist nach jetzigen Schätzungen das, was an Verlust auftreten kann. Finanzen sind sehr wichtig. Ich wurde auch oft gefragt, was kann man tun, damit Vereine positiv wirtschaften. Das ist nicht so ganz einfach, definitiv. Wir haben also Ausgaben, die wir pro Woche haben. Wir haben ein Gehaltsbudget und wir haben genehmigte Ausgaben. So, vielleicht gehen wir mal ganz kurz in die Gehaltsstruktur hinein. Da sehen wir zum Beispiel, was unser aktuelles Gehaltsbudget ist. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, 16.430 Euro pro Woche an Gehältern auszuschütten. Insgesamt derzeit wird aber nur 15.140 ausgeschüttet. Ihr erinnert euch, dass ich ja so clever war, vielleicht muss man sagen, muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, dieses Mal etwas mehr Gehaltsbudget zu erwirtschaften bzw. zu verlangen. Und dadurch haben wir also einen kleineren Spielraum nach oben bekommen. Ich dachte schon, das wäre wieder so der Crasher für uns. Wir dürfen also tatsächlich mehr
ausgeben, als wir tatsächlich derzeit auch haben. Sonst wären wir nämlich hier sehr eng gelandet und hätten gar keinen Spielraum mehr. Wir sehen, warte, lasst mich mal gerade gucken. Wir sehen hier beispielsweise, hier unten links, ist so eine kleine nette Übersicht, wenn man jetzt in den Finanzen nicht so wirklich klarkommt, weil hier sind die Übersichten sehr komplex. Also man kann auch nicht immer ganz nachvollziehen, wofür die sind. Man sieht ja hier nur Verläufe. Das ist also nur ein statistisches Mittel, Grafiken, um zu sehen, wohin die Reise geht am Ende des Tages. Aber da steht jetzt nicht, dafür hast du das, deswegen ist der Kontostand so niedrig oder deswegen hast du Probleme. Ja, wir sehen hier zwar eine Aufschlüsselung, auch da könnten wir jetzt erste versuchen, Schlüsse rauszuziehen, aber auch das wird uns nicht ganz gelingen, wenn wir nicht ganz genau wissen, wie unsere ganzen Positionen genau aussehen. Also wir haben hier zum Beispiel Spendenaktion, Kartenverkauf. Wir sehen also, dass wir hier auf der linken Seite positive Einnahmen haben und wir sehen, dass wir auf der rechten Seite negative Ausgaben haben. Und wir können auf jeden Fall schon mal feststellen, dass wir definitiv mehr und höhere Ausgaben haben, als dass wir Einnahmen haben. Ja? Also wir haben durch Spendenaktion hier, das ist unser größter Posten, knapp 1600 Euro eingenommen. Der Kartenverkauf, der stagniert total. 640 Euro, das ist absolut inakzeptabel. Allein unsere Reisekosten zu Auswärtsspielen betragen hier schon 3.500, ungefähr 70 Euro. Mitarbeitergehälter, Spielergehälter gar nicht mal davon inkludiert. Das heißt, da ist eine ganze Menge an Geld, was den Verein verlässt, was schwierig sein wird, alleine durch Sparmaßnahmen wieder ins Lot zu bringen. Was man aber sehen kann, ist, dass wir jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal also positive Differenz haben zwischen dem Gehaltsbudget, das vereinbart ist, und dem Gehaltsbudget, das wir derzeit haben. Das ist schon mal eine Möglichkeit, diese Differenz hier, also eine hohe Differenz auszunutzen. Des Weiteren kann man, wir haben aktuell noch keine Taktik. Wir sollten uns aber auf eine Taktik festlegen, wenn der finanzielle Spielrahmen so niedrig ist. Ich weiß, das ist nicht für jeden Taktikfuchs jetzt das Beste, ja, weil man möchte möglichst viele Taktiken fahren. Nur es ist ja auch Fakt, dass je mehr Taktiken ihr habt, desto mehr Spielermaterial braucht ihr, desto mehr Spielergehälter müsst ihr zahlen, desto mehr Spielervarianten braucht ihr in eurem Spiel. Also solltet ihr euch grundsätzlich mal mit dem vorhandenen Spielermaterial auf eine beste Taktik festlegen und diese dann auch durchziehen. Alle anderen übrigen Spieler, die Positionen bekleiden, die ihr nicht braucht, würde ich verkaufen. Lieber Ergänzungen holen auf den Positionen, die ihr in dem neuen Spielsystem geschaffen habt, und dann entsprechend die Gehaltsstruktur verändern. Denn wir sehen auch, dass das Durchschnittsgehalt 480 Euro pro Woche beträgt. Das heißt, würde ich jetzt jemanden dazu holen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass im Durchschnitt ungefähr 480 Euro die Woche zahlen müsste. Dementsprechend sehe ich schon, kann ich hier maximal ja so 3 bis 4 Spieler verpflichten. Ja, dann wird es aber schon eng. Dementsprechend muss ich halt schauen, dass ich meine Struktur im Verein im Kopf habe. Dazu kann ich mir zum Beispiel auch mal die Mannschaft angucken und schaue mir an, nicht die unwichtigen Statistiken, sondern wir wollen wissen, na, jetzt muss ich mal gerade selber gucken, Vertrag, da ist er. Und wir gucken uns mal das Gehalt an und schauen uns die Gehaltsstruktur an. Da sehen wir, dass wir zum Beispiel aktuell Kosten haben für Menschen, die uns verlassen werden. Das heißt, wir haben hier diesen Luke O'Neill, der aktuell also ausgeliehen ist von, ja, jetzt brauche ich mal hier gerade, wo ist er denn her? Der ist von, ne, von den Wycombe Wanderers ist der, glaube ich, ausgeliehen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und, oder wir haben den verliehen. Was ist denn das jetzt hier für eine Aktion? Ne, wir haben den geliehen, ne? Doch. Ja, okay, also wir müssen den geliehen haben und ich meine, er kommt von den Wycombe Wanderers, wenn ich mich jetzt hier nicht in den Statistiken vertue. Aber das sollte schon der Fall sein. Dementsprechend sehen wir, dass wenn wir den jetzt nicht verpflichten würden, wir ja auf jeden Fall einen mit dem Top-Gehalt schon mal verlieren werden. Das ist eine gute Information, die wir uns im Kopf halten sollen. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge, zum Beispiel Spieler, die auch Ergänzungen sind oder Rotationsspieler, die über dem Durchschnitt verdienen. Auch da, Vorsicht geboten, schauen, dass man die Spieler eventuell casht. Vor allen Dingen müsst ihr auch gucken, und das, da bin ich natürlich auch darauf angesprochen worden, haltet eine gesunde Altersstruktur im Kopf. Ja? Also nur junge Spieler werden niemals funktionieren. Es werden aber auch nicht nur alte Spieler funktionieren. Ihr braucht einen ausgewogenen Kader,
Und es gibt genug Leute, die dann hingehen und dann, sag ich mal, nur Jugendtalente verpflichten. Wir haben jetzt hier schon, wie ich sehe, einen sehr erwachsenen Kader. Das heißt, wir haben hier viele Spieler, die bereits im fortgeschrittenen 20er-Alter sind, was das beste Fußballeralter ist, weil sie meist in dem Entwicklungspunkt dann schon am Höhepunkt angekommen sind. Das ist aber pro Position dann auch nochmal ein bisschen anders, wohlgemerkt. Also ein Torwart ist mit Sicherheit mit 27 noch nicht am Höhepunkt seiner Karriere, sondern vielleicht noch ein Stück später. Aber grundsätzlich ist das schon mal eine sehr erwachsene Mannschaft. Das heißt, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, auch den einen oder anderen Jugendspieler tatsächlich zu verpflichten. Wir sollten aber immer im Kopf halten, dass wir auch hier eine gesunde Altersstruktur behalten. Also, aber wir wollen jetzt nicht zu viel springen. Also wir gehen nochmal zurück und sagen, also die Finanzen, wir haben jetzt verstanden, dass die Finanzen ein Problem sind. Ja, wir sehen, dass diesen Monat haben wir 2.680 Euro eingenommen. Und das ist jetzt hier tatsächlich diesen Monat aufgesplittet, was da an Einnahmen tatsächlich gekommen ist. Also wir haben in dieser Saison bisher 143.000 Euro an Kartenverkäufen eingenommen. Die Monatsbilanz ist bei 640. Da sagte ich ja, wow, ganz schön eingebrochen. Wir sind aber auch noch am Anfang des Monats. Das heißt, hier habe ich gerade gar nicht berücksichtigt, dass noch einige Heimspiele vielleicht anstehen. Und das nur diesen Monat berücksichtigt. Insgesamt aber sehen wir, im letzten Monat haben wir 108.000 Euro eingenommen. Wir haben insgesamt in dieser Saison 371.000 Euro eingenommen. Dem entgegenstehen 474.000 Ausgaben. Und wir haben alleine in diesem Monat jetzt schon 26.000 Euro Kosten, die auflaufen. Dazu müsst ihr euch jetzt aber überlegen, das ist eine wichtige Überlegung, das darf man nicht vernachlässigen. Gehälter zahlt ihr am Anfang des Monats komplett. Das heißt, der Posten wird sich jetzt nicht erhöhen, es sei denn, ihr habt Prämien vereinbart für Auflaufprämien oder sowas. Also wie oft die Spieler jetzt am Ende des Tages auf dem Platz stehen und die kriegen dafür noch Geld. Dann erhöht sich der Posten. Hättet ihr jetzt aber alles nur Grundgehalt, dann würdet ihr diesen Posten Anfang des Monats zahlen und hättet diesen Posten fest. Ja, das heißt, da würde dann erst im Laufe des Jahres quasi hier mehr auftauchen. Wir sehen ja auch, dass wenn wir mal die Gehaltskosten gegenüber, also diese Saison, die Gehaltskosten gegenüber den Kartenverkäufen legen, dass da eine Differenz von ungefähr 40.000 Euro ist. Und es gibt so eine kleine Daumenregel, dass halt sich die Einnahmen von Kartenverkäufen schon ungefähr mit den Spielergehältern deckeln sollten, weil sonst wird es einfach unheimlich schwierig, positiv zu wirtschaften. Wichtig sind dabei natürlich Sponsoren und wir sehen, dass wir überhaupt keinen Sponsor haben. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das heißt, hier ist noch Potenzial drin. Sponsoren kommen mit Erfolg, logischerweise, und bringen zusätzlichen Cash. Wir können jetzt nicht beeinflussen, ob wir einen Sponsor bekommen. Das verhandelt der Verein, der Vorstand. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt nachfragen könnte. Können wir aber gleich mal gucken, ob man überhaupt sagen könnte, guck doch mal nach einem Sponsor. Das würde mich mal sogar interessieren jetzt einfach. Ja, das ist ja beendet, das ist klar. Ich glaube, weil ich jetzt gerade mich mit denen erst unterhalten habe, kann ich jetzt gar nicht darüber sprechen, oder? Doch, hier könnte ich was anfragen. Mal gucken gerade, ob das hier überhaupt möglich wäre. Talentsichtungstag, bla bla bla, persönliches, das ist egal. Nee, also ihr seht schon, das ging auch, glaube ich, noch nie. Ja, dass man jetzt irgendwie nach einem Sponsor fragt. Aber normalerweise wäre das ja gar nicht schlecht, hier seine Vermarktung weiter auszubauen. Das scheint aber momentan einfach insgesamt nicht attraktiv zu sein, diesen Verein weiter zu sponsoren. Und deswegen finden sich wohl aktuell auch keine Sponsoren. Wir haben aber auch, und das ist wichtig, keine Verschuldung. Das heißt, wir agieren noch aus den vorhandenen Beständen von Geld. Wir brauchten also kein Geld bisher aufzunehmen und wir haben auch keine Schulden durch Transfers oder andere Verbindlichkeiten gesammelt. Die Prognose ist logischerweise nicht gut, ja? Dass der Kontostand am Ende der Saison bei minus 769.000 liegen soll, ist sehr, sehr katastrophal. Aber ich glaube, das ist, warte mal, Saisonende, Einnahmen, nee, gar nicht, das ist hier, lass mal gerade gucken, Gewinnverlust, ja, hier, also Einnahmen sollen am Ende des Tages dastehen 709.000, Ausgaben 1,5 Millionen, dann ein Gewinn und Verlust, also die Differenz sind 793.000 anscheinend hier und das macht aus dann
ein Kontostand von minus 769.000. Ja, ich muss mich da auch mal ein bisschen erst zurechtfinden, aber ich denke, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann kann man das verstehen. Man sieht hier auch übrigens Trends. Also die Einnahmen gehen tatsächlich sogar nach oben. Es wird hier damit gerechnet, dass in der nächsten Saison mehr Einnahmen zur Verfügung stehen und der Kontostand weiter nach unten geht. Außerdem der Verlust in der nächsten Saison trotzdem höher wird. Also wir müssen tatsächlich was tun, um finanziell uns wieder auf die Bahn zu kriegen. Und dazu zählt natürlich auch sportlicher Erfolg. Keine Frage. Wettbewerbe ist interessant. Wir steigen also in einige Wettbewerbe erst noch ein. Zum Beispiel in die FA Trophy. Da sind wir noch nicht drin. Und wir sind auch noch nicht im FA Cup eingestiegen. Das heißt aber auch für uns, dass da noch potenzielle Einnahmequellen warten. Auch die Liga ist eine Einnahmequelle. Wir sind aber nach 15 Spieltagen letzter. Dementsprechend müssen wir da vorsichtig sein. Taktik. Hohoho. Jetzt wird's schwierig. Jetzt kommen ganz wichtige Dinge. Aber vielleicht machen wir erstmal, gucken wir noch bei Mitarbeitern drauf. Wir haben also tatsächlich 4 Assistenztrainer. Frage, braucht man 4 Assistenztrainer? Uns sind zugeordnet, das sehen wir, wenn wir auf den, ich vertue mich immer, auf den Vorstand gehen, dann sehen wir, dass aktuell also die zugewiesenen Plätze fast alle ausgenutzt werden. Einige sind noch frei. Macht es jetzt Sinn, noch zusätzliche Mitarbeiter einzustellen? Ihr denkt an die Finanzen. Wenn wir uns jetzt aber auf Mitarbeitergehälter beziehen, ist das nur ein Posten von 2.370 Euro für diesen Monat. Gut, der Monat ist gerade ganz frisch. Aber gerade bei Mitarbeitern habt ihr halt keine Prämien. Das heißt, Mitarbeiter kriegen vielleicht mal eine Prämie, wenn man irgendeinen Titel gewinnt oder sonst was. Aber das ist ein fester Posten. Das heißt, ihr habt quasi hier relativ geringe Kosten. Mitarbeiter solltet ihr nicht sparen. Mitarbeiter braucht man, um die Mannschaft nach vorne zu bringen, um Training besser zu gestalten und so weiter und so fort. Und gerade das Scouting-Netzwerk ist in solchen Vereinen, wo man wenig finanzielle Mittel hat, enorm wichtig. Deswegen, guckt immer erst, was hat euch der Vorstand zugewiesen? Wo fehlen euch noch Dinge? Ja, U18-Coach könnten wir gleich mal gucken. Uns fehlen aber vor allen Dingen 2 Scouts und die möchte ich jetzt mit euch suchen. Scouting. Und dann gehen wir. Nicht, das ist schon falsch. Sehr gut. Mitarbeiter. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Ist ja alles in Deutsch. Ja? Personalsuche. Und wir suchen natürlich einen Angestellten, logischerweise. Die Aufgabe sollte sein, er ist nicht Co-Trainer, er ist Scout. Und da gibt es 2 wichtige Attribute, auf die ihr achten müsst. Und zwar ist das die Beurteilung von Fähigkeiten und die Beurteilung von Potenzial. Das ist ganz enorm wichtig für einen Scout. Das sind die wichtigsten Attribute, die solltet ihr euch zusammensuchen. Ja, dann geht man hier auf Minus und er, seht ihr auf Plus, dann geht er 1 hoch, bei Minus geht er jeweils 1 runter. So habt ihr aber die Chance, den bestmöglichen Scout für euer Team zu verpflichten. Hier haben wir zum Beispiel den Harald Spörl. Warum sage ich das so? Es heißt Harald Spörl. Er ist ein Deutscher. Ja? Gut, also er hat noch überhaupt gar keine Fähigkeiten oder Kenntnisse in England. Ist das ein Problem? Ja, ist es, aber man kann ihn durchaus gebrauchen. Anpassungsfähigkeit liegt aber bei 1. Das ist ein Wert, der mir sagt, wie gut er sich jetzt an den englischen Markt angewöhnen könnte. 1 ist katastrophal. Und wir kennen das bei Spielern, diese dunkelblauen Werte, das sind die, die wichtig sind. Ja? Und hier sehen wir zum Beispiel einen, der sehr, sehr gut passen würde, der außerdem eine hohe Kenntnis über England bereits besitzt. Und dem würde ich jetzt gerne ein Vertragsangebot machen. Als Scout, ja, also immer wichtig, guckt, dass auch der richtige Job ausgewählt ist. Er bekommt 275 pro Woche. Da können wir versuchen, ihn noch ein bisschen zu drücken und den Vertrag noch etwas zu pushen. Wollen wir nicht zu unverschämt sein. Aber er lässt sich da auch gar nicht in die Karten schauen. Ja, immer ein bisschen ab oder runterhandeln logischerweise. Guckt, gerade dadurch, dass wir hier auch Maximumgehalt haben, landen wir jetzt schon 135 unter der Maximalvorgabe. Das heißt, hier haben wir einen guten Job gemacht. Wir gehen mal wieder zurück und suchen weiter.
Und jetzt finden wir schon eine ganze Menge mehr. Vielleicht nochmal einen jüngeren, wobei der hat schon einen Verein. Verteidiger, ich weiß gar nicht. Der hat, genau, jetzt müssen wir hier irgendwo das gleich umstellen können. Jetzt weiß ich allerdings noch nicht genau wo. Nee, ich möchte gerne, lass mal gerade gucken. Attribute. Ich weiß, dass man das irgendwo noch umstellen konnte. Tja, aber wo? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Deswegen lassen wir das dann auch mal. Wir haben ja noch einen anderen, den wir da hatten, der auch ohne Verein ist. Also aktuell sogar noch Spieler. Die könnten wir jetzt aber versuchen, als Scout zu verpflichten anscheinend. Interessante Geschichte. Gut, und hier hätten wir dann einen, der auch passen würde in unsere Kriterien. Jetzt wird es natürlich von den Attributen her nicht besser, aber zumindest haben wir hier ganz junge Leute. Ach, nicht junge Leute, aber erfahrene Leute. Jung sind die ja nicht mehr mit 70 und 60. Auch den versuchen wir runter zu handeln. Diesmal klappt es etwas besser, sparen also sogar etwas mehr. Haben damit schon mal zwei Scouts eingestellt. So, jetzt Mitarbeiter. Aufgaben. So, wichtig ist, was ihr jetzt noch festlegen müsst, ist Dinge, die ihr in dem Interview beispielsweise verpasst habt oder die ihr jetzt euch im Nachgang vielleicht noch selber aneignen wollt. Weil häufig ist es ja so, man führt dieses Interview, man ist zufrieden, dass man einen Verein gefunden hat, aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Aufgabe, die man gar nicht übernehmen möchte oder man möchte Aufgaben lieber an die geeigneten Leute übergeben. Ich weiß zum Beispiel einen, den ich definitiv an meine Mitarbeiter abgeben möchte, aber wir gehen mal durch. Also kümmert sich um die Einstellung und Entlassung des Sportdirektors. Jawohl. Entlassung, Einstellung, das machen alles wir. Wir kümmern uns auch um Assist Manager, wir kümmern uns auch über Assistenztrainer, Nicht-Assistenztrainer, wir feuern und entlassen die. Also das ist alles in unserem Bereich, das passt. Sucht neue Spieler, macht Angebote, jawohl. Sucht nach jungen Talenten und macht Angebote, jawohl. Kümmert sich um Vertragsverhandlungen, jawohl, jawohl. Hier ist zum Beispiel schon, kümmert sich um die Vertragsverhandlungen von Neuverpflichtungen für die Jugendmannschaft. Da könnte man schon sagen, okay, vielleicht geben wir das ab, aber auch hier werden wir uns drum kümmern. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Spieler verpflichten, der aber noch zu jung für den aktuellen Kader ist, den holen wir, weil er ein genialer Jugendspieler ist, dann würde sich da jemand drum kümmern. Nicht wir, sondern aber wir geben das nicht ab. Schließt Transfers für die erste Mannschaft ab. Jawohl. Das machen wir alles wir. So, kümmert sich um eingehende Angebote für Spieler des ersten Teams und für Jugendspieler. Das heißt, wenn wir Angebote bekommen, und wir bieten natürlich auch Spieler an, wenn wir das wollen. Wobei hier natürlich Jugendspieler zum Transferleihe, da wäre es schon fast interessant, aber da ist auch gefährlich, wenn wir das machen. Müssen wir auch überlegen, weil Jugendspieler, da lasse ich mir gerne. Jetzt ist mein blödes Mikrofon hier abgegangen. Aber ich habe gerade daran gedacht, dass ihr eigentlich ihr mich trotzdem weiter hören könnt. Sehr gut. Also, machen wir weiter. Da ist es also schon eine kritische Geschichte. Ja, aber man könnte überlegen, ob man das macht. Also Jugendspieler beispielsweise auf die Transfer- oder Leihe hier zu legen. So, welche eine Vertragsverlängerung bekommen, das passt alles. Auch bei Jugendspielern, wobei da können wir, ja. Auch da. Ich vertraue dem CPU einfach nicht. So, entscheidet, ob eine blablabla. Jawohl, wählt Scouting-Aufträge für das Scouting-Team aus. Das gebe ich ab. Und zwar den Chef-Scout. Und ich kann immer noch Scouting-Aufträge übrigens erstellen. Also, das hat nichts damit zu tun. Also ich habe auch gemerkt, dass es das irgendwie noch nicht so 100% funktioniert. Das heißt, ihr stellt trotzdem den Auftrag, der Chef-Scout weist die aber den entsprechenden Mitarbeitern zu. So hat das zumindest jetzt zuletzt geklappt und ich gehe mal davon aus, dass es auch so weitergeht. Dann allgemeines Training für die erste Mannschaft. So, das habe ich abgegeben, das passt. Für die Jugendmannschaften habe ich auch abgegeben, auch das passt. Individuelles Training. Legen wir fest, ja, das wollen wir mal selber machen. Auch da kann man natürlich viele Fehler machen, aber ich werde mal versuchen, euch so einen Hinweis zu geben, wie ich das machen möchte. Individuelles Training für die Jugendspieler, auch das mache nicht ich, sondern der Jugendabteilungsleiter.
leitet die Spielvorbereitung für die erste Mannschaft. Jawohl, U21, jawohl. Wir geben die Taktik vor, die Vorbereitung dafür treffen die anderen Mitarbeiter. Das ist hoffentlich so geblieben. Wir bestätigen mal ganz kurz, bevor die Einstellungen weg sind. Testspiele vereinbaren machen wir selber, Teamtalks und so weiter machen wir selber, machen fast alles selber. Hier gibt er uns Hinweise für Spieler, U21, Taktik der ersten Mannschaft verwenden, das wollen wir, Trainer vereinbart Testspiele, jawohl. So, U18 das gleiche Spielchen. Und jetzt hätten wir hier noch Dinge, die wir festlegen können, wobei... Hier sind wir, glaube ich, auch ganz zufrieden. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus, um Tipps um folgende Themen zu erhalten. Also hier können wir sogar sagen, wir wollen jetzt zu taktischen Tipps, wollen wir nur den und den hören, weil der ein Taktik-Attribut besonders hervorsticht. Und ja, das können wir tun, brauchen wir aber eigentlich nicht, weil mit so wenig Mitarbeitern seht ihr, dass sich die Auswahlmöglichkeiten hier häufig sehr dünn gestalten und der Jake Leberl meist sowieso dann den Hinweis geben wird, ob wir es dann bestimmen oder nicht. Wobei hier Jugendarbeit könnten wir ja wirklich mal den nehmen, weil der tatsächlich von der Bewertung her der Beste ist. Sagen wir bestätigen. Damit haben wir die Aufgaben festgesetzt. Ganz wichtig, das vorab zu tun. Mitarbeiter zu suchen. Vorab tun. So, Taktik. Ja. Mit dem Blick auf die Uhr wird sogar schon knapp jetzt, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen. Ich möchte ja auch ein bisschen was zeigen. So, den überspringen wir mal. Wir haben verschiedene Taktiken. Ich habe euch ja diese 4-3-3, die ich da gefunden habe, habe ich euch ja reingestellt. Es gibt aber auch eine, die habe ich selber gemacht. Die heißt Kentrigus Under Pressure, also unter Druck. Ihr kennt das Liedchen. Und ja, ich habe es ein bisschen angepasst, weil ich hatte das oder die Taktik genutzt, als ich gemerkt habe, dass diese Standardtaktiken, die ich benutzt habe, nicht so wirklich nutzbar sind, weil viele Taktiken, und das sage ich euch gleich vorab, ich zeige euch mal eine, die ich jetzt meine. Es gibt sehr, sehr schöne Taktiken, wirklich sehr, sehr gute Taktiken. Zum Beispiel die hier, die kann ich euch von mir aus auch als Link reinstellen. Aber es gibt einfach in diesen unteren Ligen fast keinen Spieler, der diese Position überhaupt ausfüllen könnte. In irgendeiner Art und Weise. Das funktioniert einfach nicht. Ihr findet keinen Spieler, der das machen kann. Und bei semiprofessionellen Vereinen werdet ihr den auch nicht so entwickeln, dass der Spieler perfekt auf die falsche 9 passt. Ich habe sowieso ganz wenig falsche 9 Spieler gefunden. Das heißt, entweder liegt es daran, dass es nur in höheren Ligen irgendwie ein Profil ist, das dann mal attraktiv wird. Oder es liegt, woran es auch immer liegen mag. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall findet sich fast keiner, der diese Rolle wirklich gut ausfüllen kann. Und ihr tut euch weh damit, weil die, weißt du, wenn einer da, wisst ihr, wenn da einer ist im Sturm, das ist euer wichtigster Mann und alles ist daran ausgerichtet, dass der als Anspiel Position fungiert und dann auch natürlich abschließt, Tore erzielt und das funktioniert nicht, weil der einfach seine Rolle nicht ausfüllt, dann könnt ihr das nicht gebrauchen. Ja? Dementsprechend sucht euch eure eigene Taktik raus, die ihr jetzt haben wollt. Ich nehme jetzt mal unsere schon bekannte und guck mal, wie das so passt. Das ist ja diese James Morris 4-2-3-1 Taktik. So, wir gucken mal, wie das passt, ob wir da Spieler haben, die darauf passen. Bin ich jetzt blöd? Das ist doch, war doch die richtige Taktik, oder nicht? Ja, müsste die richtige gewesen sein. Abbrechen. So, da passt keiner drauf. Was sind das jetzt? Stoßstürmer. Habe ich keinen. Auch nicht schlecht. Also da seht ihr schon, dass... wir also auch keinen Schimmer haben, der hier auf diese Anweisung passt. Dementsprechend nehmen wir doch einfach mal meine Taktik. Ja? Das ist ja schon mal ganz nett, um rauszufinden, ob ihr einen habt. Erstmal nehmen wir hier noch die. Gucken auch nochmal, ob die passt für irgendwen. Das würde passen. Und hier, das würde auch passen. Haben wir hier einen? Ja. Müsst ihr auch so ein bisschen immer einen Blick drauf haben, dass es nicht immer die gleichen sind. Hier wäre zum Beispiel der gleiche wie auch links. Da muss man mal vorsichtig sein. Das ist auch eine Taktik, die ganz okay ist. Die auch häufig gespielt wird. Frage ist, wenn da jeweils der Leihspieler schon die Nummer 1 ist, ist schon immer schwierig.
So, wir sehen, wir haben eine ganz schön gute Auswahl an Spielern hier. Sam Magri ist nicht verletzt, nicht wundern, der ist auf Länderspielreise. Das heißt, diese Taktik könnten wir fahren. Fury V6, die werde ich euch mal reinstellen und ich nehme auch mal meine. So, und um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Taktik erlernt wird, wir gucken mal gerade, Vertrautheit, das ist eine wichtige Sache. Passabel und gut. Könnt ihr die Taktik einfach zweimal laden? Im besten Fall dreimal, wenn ihr euch schon sicher seid, welche Taktik ihr nehmen wollt. Und das führt dazu, dass tatsächlich die Taktik schneller gelernt wird. Das ist ein bisschen bescheuert, gebe ich euch recht, wenn ihr das jetzt denkt. Aber es ist ein kleiner Trick, den ich gerne ausnutze. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich stelle jetzt einfach mal nach meiner Taktik auf. Wir achten auf folgende Dinge. Meinung des Co-Trainers über derzeitige Fähigkeiten des Spielers für diese gewählte Rolle. Das heißt, wir hätten hier den Stefan Pein. Ihr guckt mal auch, was ich ausgewählt habe, ja? Stoßstürmer. Ist das meine Taktik? Stoßstürmer? Haben die das? Ah, okay, Advanced. Okay. Ja, die haben das. Ja, okay, ich hätte das vielleicht ein bisschen anders, hätte das vielleicht ein bisschen anders genannt, aber okay. Stoßstürmer, okay, das nehmen wir. Dann haben wir hier den Tobi Ayala. Gucken wir, ob wir auf rechts auch einen haben. Ja, den Tobi Ayala. Haha. Na, wir hatten jetzt hier noch den Modest. Ja, den kennt man aus der Bundesliga. Haha. Ist natürlich nicht der gleiche. So, der hier. Dann passt der hier ganz gut. Und im Defensiven brauchen wir natürlich auch einen. Da haben wir auch einen. Und zwar ihn hier. Es geht relativ fix. Ihr seht schon. Wir gucken nur nach Stern und Pass. Auf die Rolle oder nicht. Das ist alles im grünen Bereich. Sam Magri ist da unser erster Mann und dann hätten wir den Luke Tingley. So, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Jetzt habe ich noch keinen Torwart aufgestellt. Das ist der Mitch Walker, der hier besser passt. Also, das ist meine Taktik. Ja, gehen wir die nochmal durch. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir werden immer später, aber ich glaube, es macht Sinn, uns die nochmal anzugucken. Wir haben eine ganze Menge über Finanzen gesprochen, eine ganze Menge über Mitarbeiter und so eine halbe Stunde geht echt schnell rum. Wir gehen vielleicht mal ganz kurz nur durch. Also, Stoßstürmer angreifen habe ich gewählt. Wichtige Attribute. Wir schauen, ob das gut passt und das passt. Wichtiger sind hier vielleicht Spieleranweisungen, die ihr selber festlegen könnt, indem man die hier zum Beispiel ändert. Hier seht ihr, welche zum Beispiel für die gewählte Rolle nicht möglich sind, sind rot. Ja, und ausgegraut. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht offensiver positionieren für einen Stoßstürmer auswählen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt mal überlege, passt ein Knipser vielleicht sogar besser? Aber mal gucken. Mal gucken. Ein Knipser. Moment mal. Steht auf der Höhe des Letzten, wird versuchen, die Verteidigungslinie zu durchbrechen, um die Steilpass im Mittelfeld zu erreichen. Obwohl, ja, das war nicht so gut. Ja. Obwohl der Knipser keinen Zweikampf scheut. Und wenn nötig, auf Flanken kann, wird sein Hauptaugenmerk darauf liegen, den Ball im Tor zu versenken. Sein Fokus auf dem Torfolg ist groß. So, passt. Also ich ändere jetzt für euch einfach mal die Rolle. Das heißt, das müsstet ihr dann auch noch machen, wenn ihr das denn so machen wollt. Oder ich habe immer gemacht, dass das Pressing sehr hoch ist, deswegen Under Pressure. Direktes Passspiel, ganz wichtig. Also hoher Druck bei direktem Passspiel wird genutzt von mir aufgrund dessen, dass ich als Plan habe, so eine kleine Guardiola-Taktik zu machen tatsächlich. Also wirklich sehr intensiv Druck auszuüben über die Außen. Die werden wir jetzt gleich sehen, hier als Flügelspieler agieren. Wenn wir uns die Spieleranweisungen angucken, sehen wir auch, dass die das Spiel eher breit machen sollen und über die Außen spielen. Das heißt, die kommen also von außen, versuchen den Ball in die Mitte zu bringen. Das werden wir gleich sehen. Dribbeln natürlich dementsprechend auch häufiger. Flanken von, ja, jetzt könnte man hier oder konnte man noch was festlegen. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil ich das variabel gestalten wollte. Man könnte jetzt aber hier noch festlegen, ich muss von der Grundlinie flanken oder tief flanken. Das ist die Frage, die man sich hier noch stellen kann. Ich habe hier einiges noch offen gelassen, sehe ich gerade, die ich noch gar nicht so drin habe. Da können wir ja sogar noch ein bisschen was machen. Position halten. Möglichst zu halten, sie zu verlassen, während der andere Spieler Position, weil man anders spielt. Also ist sie noch nicht perfekt, die Taktik. Das heißt, also, ich muss sie nochmal speichern und dann stelle ich euch sie mit den Änderungen noch rein. Position
Sie ermutigt den Spieler von seiner Position zu lösen, sich in die Räume spielt, in denen er effektiv ist. Das machen wir mal. Und wir sagen, wir wollen von der Grundlinie aus flanken und versuchen natürlich die Zentrale zu erreichen, wo, hoffe ich, unser Knipser sitzen sollte. Das heißt, wir hätten hier schon mal eine Aussage getroffen über Modest. So, dann müssen wir das Ganze für den Ayala, der die gleichen Anweisungen hat, der das gleiche Rollenprofil hat, auch machen. Das haben wir hier schon getan. Zentral ist hier auch schon drin. Das heißt, er hat hier die gleichen Anweisungen schon übernommen. Das ist gut. Na, abbrechen. So, dann zurück, dann hier rein ins Mittelfeld. Da habe ich den zurückgezogenen Spielmacher, der also schon defensive Positionen aufnimmt. Wir haben also, wir sehen gleich, dass wir so ein Doppelmittelfeld haben mit zwei verschiedenen Rollen. Hier also der zurückgezogene Spielmacher. Wir gucken uns mal die taktischen Dinge an. Also wir sagen Pressing viel mehr, das wissen wir ja schon. Enger decken, weist die Spieler an, ihm zugewiesene Spieler defensiv besonders eng zu decken, aber wir wollen ihm ja den Freiraum geben, sich zu bewegen. Deswegen lassen wir das weg. So, das passt auch. Dann haben wir hier den Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Der Non-Stop-Tatendrang des Box-to-Box-Mittelfeldspielers ermöglicht es ihm, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff seinen Mann zu stehen. Also wir sehen hier so den unermüdlichen Mittelfeldracker, können wir fast sagen. Gucken wir hier in die Einstellungen, auch hier direktes Passspiel, auch hier immer offensives Pressing. Er kann sich auch offensiver positionieren, das habe ich hier für ihn tatsächlich aktiviert, auch in die Zwischenräume auszuweichen, das ist ganz wichtig. Ich habe hier keine Anweisungen bezüglich Dribbeln oder der Schusshäufigkeit angegeben, weil ich mir hier unsicher bin, was tatsächlich das Beste ist, aber ich lasse das jetzt erstmal so und die sollen ihre Entscheidungen, was das angeht, zumindest selber treffen, so habe ich mir das gedacht, das werden sie ja dann auch tun. Dann habe ich hier im Defensiven den ballerobernden Mittelfeldspieler, also wir haben den zurückgezogenen Spielmacher, wir haben den ballerobernden Mittelfeldspieler und wir haben den Box-to-Box-Mittelfeldspieler, das sind drei Rollen im Mittelfeld, die erfüllt werden. Ist ein bisschen defensiver ausgerichtet, keine Frage. Im Zentralen, also Ballerobernden brauche ich glaube ich nicht erklären. Wir gehen mal die Spielanweisungen ändern. Und auch hier sehen wir also unsere Standard-Ausrichtung, die ihr ja jetzt das häufigere Mal gesehen habt. Das heißt, wir bleiben jetzt, da bin ich zu weit, und schauen uns hier nochmal den Flügelverteidiger an, der logischerweise auch den Weg mit nach vorne macht. Muss der Flügelverteidiger alle offensiven und defensiven Aufgaben des Flügelverteidigers und Außenverteidigers ausführen. Das habe ich auf der anderen Seite das Gleiche. In der Innenverteidigung haben wir ballspielende Verteidiger, die natürlich dann auch durch ihr direktes Passspiel, alle sollen direkt Pass spielen, auch ja, alles hier in Szene setzen sollen im Mittelfeld. Also der Ball soll fließen, es soll viel Bewegung da sein. Wenn offensiv der Ball verloren geht, dann sofort Pressing, festpressen, wie bei der Geburt. Also direkt draufgehen mit allem Mann und den Ball wieder zurückerobern, um dann natürlich wieder in den Spielfluss zu kommen. Also ich hoffe, dass die Taktik so aufgeht. Was ich jetzt mache, ist, dass ich die jetzt nochmal speichere. Und zwar unter diesem Namen hier. Ich sag mal speichern. Und dann haben wir die. Okay. Jetzt sind hoffentlich nicht zwei. Doch, da sind zwei. Das ist ja clever. Naja gut, ich lösche gleich beide und dann speichere ich die nochmal. So, gut, ich würde sagen, dass wir hier erstmal schließen. Also, neue Taktik, die ich euch natürlich reinstellen werde. Ich stelle euch auch die Fury-Taktik rein und hoffe, dass ihr so einen ersten Eindruck bekommen habt, wie ich an so einen Verein herangehe. Wir haben uns, wenn ihr euch erinnert, Mitarbeiter gesucht, die noch frei waren. Mitarbeiter sind also nicht so teuer, wie man vielleicht denkt. Mitarbeiter sind wichtig, damit ihr eure Spieler weiterentwickeln könnt. Übrigens, vielleicht gehen wir noch ganz kurz darauf ein, dass wir hier eine Linie sehen. Das gab es früher nicht. Da sehen wir, wer die Schlechtesten in der Vanarama-Konferenz sind. Und wir sehen, dass Mitarbeiter einen gewissen Skill haben und wir sind hier zum Beispiel überdurchschnittlich gut aufgestellt bei Torwarttrainern, überdurchschnittlich gut aufgestellt in der Defensive, was uns helfen wird, unsere defensiven Stabilität zu sichern.
Wir haben außerdem sind überdurchschnittlich aufgestellt bei der Bewertung und bei der des Potenzials und bei der Bewertung der Fähigkeiten. Dementsprechend sehen wir, dass wir also schon ganz gut unterwegs sind. Also so müsst ihr das verstehen. Hier unten ist der schlechteste, da oben ist das Beste. Entschuldigung, der Durchschnitt und alles darüber ist überdurchschnittlich. Wir sehen aber auch, dass wir hier unterdurchschnittlich unterwegs sind. Da sehen wir, wenn wir hier draufklicken, unterdurchschnittlich 17. Also da sind noch einige Positionen ja auch offen. Wir haben ja auch zum Beispiel den Sportdirektor noch nicht eingestellt, obwohl wir den frei hätten. Da müssen wir mal gucken, ob wir das noch tun. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wieder ein Teil vorbei, wieder viel gelernt. Ich hoffe, Piepsen, Ton besser. Mehr kann ich, glaube ich, momentan nicht tun. Ich hoffe, dass alles passt. Und ja, hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Teil wieder. Und dann gehen wir natürlich in die ersten Spiele. Jetzt erstmal nur vorbereitende Sachen gewesen. Dann ab in die Ausführung. Bis dahin, euer Kentrigo AD.